Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. In der letzten Folge haben wir ja einiges nochmal angepasst und geschaut, dass wir hier jetzt fürs Erste doch lieber eine Maschinenteilproduktion noch einsetzen, weil einfach wir das hier eh nach vorne platzieren können jederzeit und wir einfach mehr Maschinenteile brauchen, weil wir sonst echt Wartungsprobleme haben. Außerdem versuchen wir, die Wartung, die sich aktuell hier noch befindet, zu verschieben, um das Ganze nach hier vorne zu bringen. Und dann können wir eventuell in Zukunft die komplette Produktion hier einbauen, den Städtewachstum nach hier vorne, nach drüben treiben und somit expandieren. Ja, die Stadt ist eh schon wieder bummvoll. Und jetzt wäre das Nächste, dass wir hier den Block voll bauen. Ist natürlich nicht jetzt unbedingt so schöne Sache, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, wir bauen hier ein ganz normales Förderband rein und tun hier mal abkappen. Dann sind wir nicht schneller bei der Forschung und sollten relativ bald die neuen Maschinen haben, weil das ist so, denke ich mal, jetzt eine der Hauptsachen, die uns noch ein bisschen blockieren, ist einfach, dass unsere Transporte, unsere Fahrzeuge einfach veraltet sind für die Produktionsmenge, die wir haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach komplett übertreibe immer, aber ich sage jetzt mal lieber so, dass ich daran nicht schuld bin. Hier sind 6 drin. Können wir die nicht bitte hier nach drüben bringen? Was ist eigentlich, wenn ich das jetzt aktiviere? Kann das... Wird das da reingefördert? Nein, schade. Werden 4 davon erzeugt. Und wie schnell wird dann was von dem erzeugt hier? In 10 Sekunden bedeutet, eine kann 2 von denen versorgen. Rein logisch. Das Problem ist, wir haben kein Lager für das Zeug. Es ist halt jetzt echt beschissen, dass ich das jetzt extra so machen muss. Man muss jetzt schnell hier ein Lager hinsetzen, damit sie das bauen können. Das ist blöd. Also ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen blöd. Aber was willst du machen? Das kann die Maschine es wahrscheinlich nicht genau verarbeiten oder irgendwie was. Schauen wir mal, wie viele sind jetzt da drin? 13. Ich brauche 20. Give me that. Das sind 3. Jetzt löschen wir dich. Schnell geht das immer noch nicht. Ach, weil die das schon verwenden. Gut, dann ist die Produktion jetzt auch am Start. Perfekt. Und dann forscht der auch. Der kann 40 drin lagern. Holy shit. Ja, ich hoffe mal, dass er das jetzt hinkriegt. So, und dich tun wir jetzt dann auch löschen, weil dich bauen wir auch nicht mehr. Aber mit beiden sollten wir jetzt auf jeden Fall einigermaßen schnell forschen können. Wie es ausschaut, verbrauchen wir jetzt auch mehr, wie wir produzieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ich frisst mal so ein Stück. Ah, schaut eher so aus. Was ist jetzt? Keine Einigkeit. What? Wegen der Luftverschmutzung, wegen dem Sägewerk sind die mir sauer? Leute, ich glaube, ich brauche eine weitere Wasser an. Okay, jetzt bin ich gerade so ein bisschen lost. Wie kann ich euch noch was Gutes tun? Einigkeit. Die müssten doch eigentlich happy sein. Warum macht die Forschung... Die sind mir sauer, weil ich forsche. Hä? Also, okay, ich sehe hier gerade, die Ulbau-Inseln sind zum Beispiel... Die 2 Verordnungen. Halt, stopp, ich habe Verordnungen aktiv. Stimmt. Was waren das für Verordnungen? Gesundheitssteigerung. Weg damit. Ausschalten. Ich hoffe, meine Gesundheit bleibt dann erhalten. Und irgendwie scheint ja meine Gesundheit auch nicht wirklich... weil wegen der Wasserverschmutzung. Ich brauche eine Kläranlage. Grippe leicht. Diese Krankheit kann natürlich...
Holy shit! Wegen der Krankheit sind jetzt alle. Oh no! Kriege ich auch irgendwo Plus? Extraktion, Lebensmittelverbrauch um 40% erhöht, schalte ein. Dann kann ich wieder die aktivieren. Ich habe extra Rationen eingeschaltet. Hilft mir. Gesundheit zu gering, ja, das ist mir klar. Luftverschmutzung. Das sind gleich. Was macht der jetzt aktuell? Sauerstoff, der macht gar nichts. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel hier so eine Sache. Die hier pumpen was nochmal genau rein? Abgase. Und Abgase stehen hier mal auf einer ganz blöden Schwelle. Bedeutet, wir müssen das jetzt unbedingt austauschen dann. Mit der neuen Wasserentsalzungsanlage wird das eh was ganz anderes. Weil da können wir rein theoretisch den alten Dampf dann reinhauen. Und die Sohle. Wie ist denn die Sohle zum Entsorgen? Sind die da sauer, wenn ich Sohle entsorge? Nein, Sohle sind sie mir nicht sauer, wenn ich entsorge. Das ist gut. Das ist gut. Bedeutet, dann hauen wir hier die thermische Anlagen rein. Da kommt auf der einen Seite das Ganze rein, auf der anderen Seite kommt das Ganze raus. Das ist die Frage, wie wir es am besten stellen. Und dann packe ich die Sohle-Dinger nach hier vorne einfach. Dann bereiten wir jetzt schon mal so viel wie möglich vor. Wasserpumpe groß. Die macht 20. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Pumpt Wasser aus dem Meer. Große Pumpe, die auf höheren Klippen gebaut werden kann. Aha. Aha. Bedeutet, dich könnte ich da oben bauen. Dich aber nicht. Die wäre es zu hoch. Wie ist denn das? Kriege ich dann, wenn ich den Dampf verwende, kriege ich dann Dampf wieder raus? Nein, kriege ich nicht. Okay. Interessant. Sehe ich das schon hier? Hier haben wir doch die Salzverarbeitung. Salz und Wasser macht Sohle. Ja toll, warum soll ich eine Sohle herstellen? Aber für mich ist die Saline halt der praktische. Was ist der Unterschied? Die braucht länger wie die? Warum sollte ich dann zur Hölle die Saline bauen, wenn die Siedesaline flotter ist? Was habe ich denn als nächstes drin? Ich hoffe, die Siedesaline. Ja, 2 und dann ist es 9. Ich habe Glasherstellung auf 9 gestellt. Oh, das ist ungut. Aber dann habe ich das hier. Gärung und dann Hühnerfarm. Ja, das wird schon passen. Ich habe mir was dabei gedacht, bestimmt. So. Die Sache ist, ich bräuchte natürlich dann die thermischen Entsalzer in der Nähe von dem, wo ich arbeite. Beziehungsweise wo ich halt das Ganze herproduziere. Ach, ich habe hier gerade einen Durchlauf drin. Dann werden wir jetzt. Ich hoffe mal, das reicht, aber wir werden jetzt diese ganze Anlage hier ausschalten. Und somit den ersten Gang zu einer nicht so verschmutzten Welt machen oder so, würde ich sagen. Das könnte jetzt ganz interessant werden, weil jetzt reißt sich alles ab. Und die ganzen Kohlelager, ey. Komplett unnötig in der Zukunft. Haben wir schon aufgeschüttet? Schon ein bisschen, ja. Immer gucken natürlich, dass die Kohle, dass sie hier genug zum Abbauen haben. Haben wir so viel Kohle aktuell? Scheint so, ne?
Eisen ist auch schon auf einem guten Weg, wie es ausschaut. Sie scheinen gut viel zu produzieren hier. Ja, schaut gut aus. Ah, jetzt ist das Lager leer. Schauen. Wir haben es geschafft. Yay! So. Dann reißen wir dich mal bis hier vorne ab. Ne, wir reißen dich bis hier an sogar. Schnell entfernen und ja, schnell entfernen oder so. Gut, wir machen jetzt hier ein Zwischenlager, ein Stückgelager. So, da gibt es dann ein flaches Förderband, was ich dir hier anstecken muss. Warum inkompatibler Anschluss? Okay, was ist, wenn ich dich... Warum seid ihr inkompatibel? Was ist das? Bessere Idee. Weg damit. Oder habe ich auszusehen, das 2 aus angewählt? Hä? Warum? Oh, ich habe das Ding falsch rum hin platziert. Shit. Rot muss hier hin. Bin schon schlau. Flaches Förderband. Jetzt geht es. So. Dann als nächstes brauchen wir wieder die elektronische Montage. Die platzieren wir hier hin. Und das wird mit einem flachen Förderband hier verbunden. Gut. Und jetzt müssen wir hier unten zeigen, was wir gelernt haben. So, dann liefern wir das alles schnell an. Weil das ist dann in Zukunft der Anschluss, an dem wir die elektronischen Teile rausführen. So, und dann geht es hier weiter. Jetzt so kann auch nichts funktionieren, ne? Als ob da immer noch 2 drin sind. Hä? Wertstoffe. Blödfall, was soll ich denn mit dem Wertstoff machen? Stimmt, das habe ich gar nicht überlegt. Also irgendwie passiert ja auch nichts deswegen. Ich habe kein Kupfer. So, warte mal, jetzt müssen wir gucken, was hier los ist. Irgendwie kommen die nicht hinterher, weil... Ist das, weil wir hier hinten... Also, ich sollte es vielleicht nicht machen, aber ich mach's jetzt einfach. Wie ist das jetzt gemacht? Arbeit? Achso, es wird gerade geupgradet. Steht kurz das Ganze. Aber daran liegt es wahrscheinlich einfach, dass wir gerade so wenig abtransportieren. Irgendwie vielleicht auch doch nicht. Wir müssen jetzt mal kurz das hier abreißen. Das geht ja mal gar nicht. Ich sehe nicht, was passiert. Genau, das ist doch voll dumm, was ich hier gemacht habe. So, schau an.
Das macht man wie folgendes. Flaches. Ne, wir brauchen hier ein U-förmiges Förderband Teil 2. Mit einem Upgrade hier und einem Upgrade hier. Und hier noch einem Upgrade. Energieerzeugung 2. Perfekt. So. Jetzt sollte der hier durchrattern. Das. Zack, tun wir raus. Das tun wir auch raus. Und dich tun wir auch bei ungefähr hier leeren. So, durch die erhöhte Produktion. Das ist jetzt natürlich wieder Belastung für die restliche Anlage, aber wir brauchen es gerade. Ich hoffe, dass dadurch der ganze Apparat schneller ist. So, die ganzen Verteiler-Dinger hier müssen mal geupgradet werden. Ist ja irgendwie meistens das, was auffällt. So. Der Rest ist mir relativ wurscht dann. Aber ich hoffe, dass wir dadurch jetzt hier eine Produktionssteigerung haben. So, dadurch sollte jetzt hoffentlich der ganze Abraum wegkommen. Und auch schneller verarbeitet werden. Weil aktuell schaut es so, ja, okay, jetzt kommen wir zum Stocken dann, aber die Maschinen sollten das alles noch gut durchziehen können. Ich dachte das erste Mal, dass gleich alle gleichzeitig produzieren, nicht irgendwie stehen oder irgendwas, weil irgendwo irgendetwas nicht funktioniert. Ja, die Maschinenteile sind voll. Wartung ist im guten Zustand, das finde ich super. Ach schau, jetzt wird die Salzproduktion. Habe ich gleich doch die Salzproduktion gemacht? Ah ne, ja, stimmt. Sondern die Glasherstellung, glaube ich. Was sind das da oben für Punkte eigentlich? So. Ja, die Stützmauer hat ja eh schon immer seine Probleme gehabt. So. Energieerzeugung 3, geil. So. Ups. Ich habe eventuell unterschätzt, wie viel Wasser hier gebraucht wird. Und die Verteilung macht es natürlich nicht besser. Hier ist schon nicht mehr genug drin. Kann ich euch eiskalt einfach so sagen, jo, fürs nächste Zeit müsst ihr mir bitte kurz auch in die Richtung liefern. Das wäre super. Okay, die Tanks sind überall nicht voll. Aber jetzt sollte hier... nee. Die Lieferung ist leider nicht so effektiv wie gehofft. Jetzt müssen wir das ganz schnell machen. So, also die Tanks sollten fürs erste Mal weg, damit wir einfach Platz haben. Wir können gerade uns auch mal auf die Dieselgeneratoren hoffentlich verlassen, solange wir das Ganze... Gibt es hier nicht irgendwie so eine effektive Variante? Ah. Alles in dem Bereich. Warte mal, habe ich jetzt außerdem die Zuliefererkette auch abgeschnitten? Könnte passiert sein. Könnte passiert sein, dass ich mehr abgeschnitten habe, wie ich wollte. Aber das ist jetzt nochmal so. Ihr seid jetzt da eh auf der falschen Seite. Ihr müsst auch weg. Das sieht auch cool aus, wenn einfach. Ich tue jetzt mal ein bisschen hoch. Zurücksetzen.
Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir brauchen Gas, das wir hier produzieren, dann hier drüben. Bedeutet, wir werden in Zukunft wahrscheinlich das ganze System umdrehen und hier drüben durchfahren lassen. Oder wir teilen den Gasverbrauch auf. Wir haben doch eh hier oben mal die Leitung jetzt lang. Das Problem ist, ich muss jetzt natürlich Wasser hier ran schaffen. Damit überhaupt irgendwas losgeht, brauche ich ja erstmal Gas, ne? So. Ich habe Scheiße gebaut. So, mit dem kriegen wir einen höheren Durchsatz. Ich würde gerne, dass wir hinten Dampf reinpumpen. Dafür gebe ich jetzt mal 2 Space oder sowas. Und platziere jetzt mal hier auf einen Schlag 4 von denen. Oder 5, machen wir 5. Die passen gerade so schön hin. Die werden eh in Zukunft hier Platz kriegen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt sind wir gerade richtig am Arsch. Aber ja, gut. Wie sagt man so schön? Passiert. Ich werde jetzt doch auf der Schnelle vielleicht doch die Rohrleitung hier nochmal neu verlegen. Und hier drüben den Anschluss nutzen dann. Damit wir ein bisschen was produzieren. Das könnte gar nicht doof sein. Wasser, 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 komm schon. Weil die brauchen ja auch schon. Warum braucht ihr Energie? Ihr sollt. Dann brauche ich euch hier keinen Dampf einpumpen, wenn ihr Energie braucht. So. Okay, das ist jetzt die Anlage. Das Ganze hier ein bisschen schneller zuführen. Und dann die Maschinerie wieder in Gang kriegen. Bis wir das Ganze neu gebaut haben, umgebaut haben, braucht es ja alles noch kurz. So, ihr kriegt jetzt schon mal Wasserzuschnitt. So, als nächstes muss natürlich die Sohle auch wieder abgeführt werden. Dadurch bewegt sich jetzt eine der Turbinen. Also ich muss jetzt gucken. Von hier oben schnappen wir uns dann den Dampf. Der soll dann hier hinten verteilt werden. Zack.
dann können die da vorne an die Leitung gehen. Das verteilen wir jetzt ein bisschen. Genau. Dann sollte das Ganze ganz gut gehen. Genau, jetzt müssen wir noch den Wasserabfuhr machen. Ah ne, das war dann unter Müllrecycling, Abwasserrohr. Da hoffe ich, reicht fürs erste eine Leitung. So. Sohle nimmst du an. So. Leiten wir das mal um. Ne, warte. Um einen Kickstart zu geben, leiten wir das Ganze jetzt nicht um. Und zwar in die Hauptleitung. Schauen wir mal, ob wir damit einen Kickstart hinkriegen. Ob wir damit einen kleinen Kickstarter hochgefahren kriegen. Wir müssen nur die Anlage hochfahren. Wir müssen die nur hochgefahren kriegen. Vielleicht sollten wir auch gerade mal einfach wirklich... Nur einfach die Leitung einmal schnell priorisiert einbauen. Dann geht das der Betrieb hoffentlich hier vorne gleich mal besser los. Kommt schon. Ich will, dass die Hauptleitungen anfangen zu arbeiten. Was fehlt? Dem Wasser oder... Ah, oh. Da ist ein Loch in der Leitung. Ja, scheiße. Dann geht gar nichts. Dann gehen nur die, die vorhin nicht aktiv werden konnten. Und deswegen haben wir keinen Kickstart hinbekommen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Turbinen sind am Laufen. Und jetzt müssen wir dann die Turbinen umwandeln. Und dann wieder zurück ins System führen. Also das Ganze wird sich jetzt auch verändern. Aber jetzt schaut es aus, als ob der Kickstart funktioniert hat. Schaut gut aus, ja, der Kickstart hat funktioniert, perfekt. Wir lassen das mal als Notfallanschluss da, würde ich sagen. Falls was ist, können wir jederzeit zurückgreifen. Und das würde ich fürs Erste einfach auch lassen. Die Gasleitung scheint bummvoll zu sein. Habe ich das an die Wasserleitung angeschlossen? Ich voll Depp.
ich habe echt an die Wasserleitung angeschlossen, ich Vollidiot. Hey, aber das ist doch ein gutes Zeichen dann eigentlich, wenn das alles so gut umgesetzt wurde. So, wait, warum passiert jetzt wieder nichts? Fehlende Materialien, was fehlt denn? Ihr seid voll mit Wasser? Warum? Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Warum ist hier Gas drin? Wasser, Wasser. Hoher Dampf. Hä? Wo kommt hier hoher Dampf rein? Aber wir machen das mal hier auf Pause. Das ist jetzt Wasser. Hier hat sich irgendwie hoher Dampf eingearbeitet in das System. Deswegen haben wir jetzt einen Stillstand gehabt. What? Au! Weil ich an die Umleitung angebaut hatte, ist natürlich der hohe Dampf rein. Und den haben sie durchgeleitet, wie es scheint. Ah ne, ich habe ja den quer durchgeführt. Nein, 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 nicht nochmal. Einmal hat gereicht. Das eine Mal hat hier schon gereicht. Oh. Aber Leute, ich würde sagen, wir setzen das beim nächsten Mal fort. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.